Hallo und herzlich willkommen zurück zu I Wanna Kill Camellia 2. Problem. Also ihr seht jetzt, wo ich bin, ja. Beim nächsten Speicherpunkt. Den ganzen Schwachsinn da hinten geschafft. Problem an der ganzen Geschichte ist, der Dingsi hier, der die das Fraps hat, nicht aufgenommen, weil ich vermutlich vergessen habe, die Aufnahmetaste zu drücken. Ja, dumm gelaufen, ne? Aber ja, keine Ahnung, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass ich das nicht zeigen konnte. Allein schon für diesen ersten Sprung da, durch diese ganz kleine Lücke, ganz rechts, direkt beim Safe, beim ersten, ganz wichtig, dass man da an der richtigen Stelle safe einfach. Ja, nach der Pause von gestern habe ich da auch die richtige Stelle relativ schnell gefunden, aber... So, und jetzt... Schätze ich mal... So, okay. Ich hab's verstanden. Schätze ich mal, dass hier nämlich der richtige Safe auch wichtig ist auf jeden Fall. Moment, muss ich da nochmal springen oder was? Nicht gut. Okay, ich dachte. Och, was denn? Das ist eigentlich so ein typischer Sprung, den kann man gar nicht failen da unten. Also, doch, man kann ihn schon failen, aber... Also, es ist nicht so leicht, ihn zu failen, sagen wir mal so. Ja. Das ist halt jetzt wieder ein bisschen Übungssache hier, mit dem... Ja, verkorksten Anfang. Boah. Okay, ja, das geht besser, wenn man hier mit einem Sprung drüber geht, dann ja, das ist relativ easy. Boah, das ist alles, what the fuck. Der Sprung da unten, das ist eigentlich fucking unmöglich. Ja, okay. Die Magic an dem Drop da ist einfach mit einem Sprung hier drüber gehen. Magic. Und vielleicht nicht bis ganz hinten außen sich diven lassen, dann kann man das vielleicht auch schaffen. Sagte er und schafft es einfach nicht mehr, ein einziges Mal durch da. Ja. So, jetzt hier. Okay. Ah, schade. Aber schon relativ weit gekommen, direkt mal wieder. Das ist schon fast ein bisschen freundlich, die Saves-Punkte, sagen wir. Wobei, na was war, nee. Nee, eigentlich nicht. Nee, die Saves-Punkte sind schön. Was beklage ich mich darüber, dass es so viel Safe-Punkte ist? Ja. Das ist nicht so, worüber man sich beklagen würde in so einem Spiel. Wenn ein Spiel einem nette Safe-Punkte gibt, dann sollte man die auch nehmen. Und es ist wahrscheinlich auch besser, dass sie da sind. Was ist das? Alter. So, der Sprung ist nicht schwierig, das hier ist nicht schwierig. Der darf eigentlich auch nicht schwierig sein. Ich weiß gar nicht, warum ich da so häufig jetzt schon gestorben bin. Dann gibt es natürlich den da unten noch, den ich gerade eben auf dem First Try geschafft habe. Das wird aber wahrscheinlich auch nicht jedes Mal so funktionieren. Das wird mich wundern. Sehr schön, aber wird mich wundern. Dieser Trott hier, ne? Das ist momentan noch so ein bisschen... The Magic. Ich komme. Ah. Okay. Ah, mein Gott, ich muss da dann noch einen kleinen Sprung machen, ansonsten komme ich da an den Spike dran. Und darüber nicht. Der letzte Sprung vom Safe könnte vielleicht noch ein bisschen tricky werden, ne? Aber das war es dann auch echt. Also zumindest für diesen Safe. Aber wahrscheinlich werde ich das einfach trotzdem wieder zusammenfassen müssen, weil ich das jetzt in einer Viertelstunde nicht schaffe. Und ich immer wieder dumme Flüchtigkeitsfehler mache. Na, komm schon.
Zum Beispiel hier am ersten Sprung entzäufe ich der und drück einfach mal. Der Sprung ist ja nicht mal ansatzweise so gefährlich wie der am letzten Save, der erste Sprung. Ah, jetzt komm schon, geh doch da durch, danke. Selbst wenn er da durchgeht, dann dieser Drop hier, das ist auch. Den schaffe ich noch nicht allzu häufig hier. Erstmal, dass ich den gefällt habe. Aber das da unten ist halt eigentlich nur ein Gate und man, im Gate muss man danach dann sofort nochmal springen. Surprise. Ist eigentlich nicht so schwierig. Sagen wir mal. Ach komm. Der Drop hier. Halt echt ein Witz, wie lange ich hier an diesem Drop hänge, bevor der einmal wieder funktioniert. Und dabei ist es halt wirklich nur Fallen an sich. Bisschen die Bewegungstasten ja verwenden. Aber ich bin auch so im Konzentrationsmodus. Ich habe nämlich gerade eben noch den Part hier vorgemacht, ja. Da sagt man dann einfach gar nichts zu uns, ne? Und dann sind wir da die ganze Zeit versuchen zu kommentieren, was für ein Bullshit das hier ist. Oh nein, dieser Drop einfach, dieses in da reinkommen hier. Das ist das Problem. Aha. Oh mein Gott, das ist doch nur ein Gate. Und Gates sind easy. Oh blöd, da habe ich jetzt ernsthaft die Sprungtaste noch betätigt in dem. Manchmal, ne? Manchmal setzt das Gehirn schon aus. Boah, mein Gott, mach doch nicht so einen großen Jump da rein. Ich sag ja, das habe ich da zweimal ganz gut gemacht und jetzt funktioniert aber gar nichts mehr an der Stelle. Ja. Okay. Nö. Er macht da den größten Sprung dieser Erdgeschichte, macht er da nämlich rein. Alles, was er kann. So eine Scheiße. Mal auf gut Deutsch zu sagen. Aha, kleiner Sprung. Success. Doppelsprung, where you at, bra? Manu. Das ist wirklich nur ein Gate. Wie viele Gates ich im Endeffekt jetzt in diesem Raum schon gesprungen bin. Ja. Ist der Wahnsinn. Ohne großartig weit in dem Raum zu sein. Ich schätze mal übrigens, dass ich die. Das andere Projekt, ja. Das Ausweichprojekt, falls es nicht weiterkommen sollte, erst brauchen werde, wenn ich beim Bossrush bin. Außer es kommt natürlich jetzt ein Raum, der ist ganz behindert. Da geht echt gar nichts weiter, aber. Ach, komm schon. Mal bitte wieder. Nein, er macht da immer voll den Riesenjump einfach. Gott weiß warum. Aber da wirklich voll den Riesenjump halt einfach. Ah. Aha. Ich glaube zu wissen, wie dieser Sprung geht und ich habe es gerade ernsthaft in die Insel gesetzt. Oh, toll, echt super.
ganz großer Sport. So, jetzt nochmal. Kleiner Sprung. Ach Mann, und wieder kommt kein Doppelsprung. Wofür drücke ich das eigentlich und warum? Aber der Safe, habe ich zumindest das Gefühl, ist deutlich leichter als der letzte. Und dann der Safe wird behindert. Ja, das sehe ich schon. Der Safe danach wird auch behindert, weil da wieder so ein Double Diamond Scheiß Kack ist dabei ist. Was eine Scheiße. Was eine gottverdammte Scheiße. Ja man, ich glaube, wenn ich da zu nah dran bin, dann macht er den nicht. Und dann macht er den Doppelsprung nicht. Ui. Springen da unten, nix gute Idee. Ah. Och, warum machst du denn dann nie den Doppelsprung? Das ist doch echt... Oh mein Gott. Diesmal vergesse, dass ich da einfach durchdiven kann. Ja, er macht ihn nicht. Ich drücke und nichts gibt. Wahrscheinlich meint er einfach schon einen zu kleinen Jump rein. Warum mache ich da eigentlich manchmal da unten so einen Sprung? Weil ich denke, dass das irgendwas bringt. Nicht. So. Boah, das ist... Ich würde schon fast behaupten, das ist die schwierigste Stelle in dem Raum. Also, ja, wobei, vielleicht ist der letzte Sprung nochmal ein bisschen tricky, aber ansonsten da durchbringen. Sieht irgendwie gerade hart zu Tade für. Warum auch immer. Du musst einen Doppelsprung machen, ja? Einen Doppelsprung. Das geht, wenn man die Taste einfach nochmal betätigt. Weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber. Soll schon mal geholfen haben. Moment, ne? Das ist jetzt diesen ein paar Mal failen. Das ist halt echt so eine unnötige Tode einfach. Eigentlich Sachen, diesen Drop müsste ich eigentlich mittlerweile drauf haben. So häufig wie der jetzt auch schon funktioniert hat. Aha. Oh, ich mache einen großen Jump, Mama. Große Jumps sind nicht das, was wir sehen wollen. Danke schön. Das ist halt echt unlustig. Ja, 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 ja. Ah. Komm schon, dadurch. Okay. Ach, Manu. Könnte einfach mal funktionieren, ja. Weiß nicht. Dieser Raum macht mich fertig. Das Problem ist, ich werde jetzt halt in jedem Raum mindestens, also so ein paar Stündchen halt sitzen, weißt du? Das macht es nicht besser. Das macht es nicht besser. Außer, es kommen nochmal so Räume, wo es Gips zu gibt, ja? Bei dem Raum... davor? Die zwei davor. Das ist schon der vierte Raum. Leck mir am Arsch hier. Ach du Scheiße. Der hat einen Doppelsprung gemacht, aber viel zu früh einfach. So. Ich glaube, wenn man von unten da so reinjumpt, das ist, müsste rein theoretisch einfacher sein. Ja? Rein in der Theorie. Boah, wow. Ich weiß nicht, ob ich davor schon mal so gestorben bin. Oder so. Oder doch, so bin ich schon mal gestorben.
du bin ich auf jeden Fall schon mal gestorben. Ich würde halt gerne noch mal einmal bis zu diesem letzten Sprung hinkommen. Ich weiß halt nicht, was ich da gemacht habe, als ich den Sprung davor da rein so gut geschafft habe, aber. Hm? Das ist doch scheiße. Mutter fucking Gottes. So, nochmal zum Mitschreiben. So. Einer jumpt da drüber. Dann da so reinjumpen und noch einen Jump machen. Hallo. Er macht halt diesen zweiten Jump macht er teilweise nicht. Das ist halt echt bitter, sagen wir es mal so. So, next try. Aha. Schade. Ich glaube, ich weiß, was mein Fehler war. Macht es allerdings nicht sonderlich viel besser jetzt so. Genau, geil. Aber der Safe ist halt auch wieder so gelaufen eigentlich, ne? Also eigentlich. Das hier ist wirklich kein schwerer Safe. Also jetzt bin ich auch schon in Safes am Denken und nicht mehr in Räumen. Das heißt, ich muss nur von Safe zu Safe kommen. Das könnte ich natürlich auch versuchen. Ja gut, egal. Jetzt haben wir das ja noch zweimal verkackt. Das heißt, ihr werdet jetzt einfach sehen, wie ich diesen letzten Sprung schaffe. Das ist eigentlich alles, was jetzt noch kommt. Naja, dann bis zum nächsten Safe. Wir können jetzt wirklich von Safe zu Safe gehen einfach. Jede Folge ein Safe. Geile Scheiße. Echt super. Egal. Bis dahin und ciao, ciao.